Endlich geht es wieder los. Die Siegesserie der Spandauer reißt trotz langer Corona-bedingten Wettkampfpause nicht ab. Nach dem Abbruch der Saison im März konnten sie an diesem Dienstag im Entscheidungsspiel um Setzplatz 1 für das Meisterschafts-Halbfinale nach 175 Tagen einen Sieg mit 12:10 gegen ihren Dauerrivalen Waspo 98 Hannover feiern. We're very excited to try to make this we won the home advantage now for the playoffs. So that was really important for us. So it was good to play after a long break. Auch wenn die derzeitige Situation alle Beteiligten, aber besonders die Vereine vor große Herausforderungen stellt, haben die Vereine in den letzten Wochen hervorragende Arbeit geleistet und sehr gute Hygienekonzepte entwickelt. Diese ermöglichen die Wiederaufnahme des Spielsbetriebs. Jedoch müssen vor dem Spiel viele Regeln befolgt werden. Gets Corona checked on Sunday. Everybody gets swabbed. Everybody gets the results. We try to follow the protocol every day, also during the week, during practices, gym trainings. Nachdem sich alle Spieler und Beteiligten der Vereine den Tests unterzogen haben, ertönt nach 5 Monaten wieder das Startsignal. Ab dem ersten Viertel hat Spandau die Spielkontrolle in den Händen. Mit einer knappen 3:2 Führung gehen die Gastgeber in die zweite Hälfte. Dann erhöhen sie schließlich auf 6:4. Trotz Mängel im Spielaufbau und Chancenverwertung auf beiden Seiten sind die Spandauer im dritten Viertel der klare Taktangeber. Sie bauen ihre Führung auf 11:7 aus. Doch die Hannoveraner kommen immer besser in die Partie. Vor allem in der letzten Hälfte können sie ihr Konterspiel aufziehen und auf 11:9 verkürzen. 23 Sekunden vor Schluss wird es nochmal richtig spannend. Marco Stamm wartet, hoch geht's und er trifft. Der Berliner Kapitän macht im richtigen Moment das wichtige Tor. Die Spandauer gewinnen mit 12:10 gegen Waspo 98 Hannover. Am Wochenende stehen 2 spannende Lokalderbys auf dem Programm. In der Vorschlussrunde, welche mit einem Hin- und Rückspiel entschieden wird, trifft der Titelverteidiger auf den OSC Potsdam. Dieser hat sich am vergangenen Wochenende als Zweiter des Viererturniers für das Halbfinale qualifiziert. Waspo 98 Hannover spielt gegen den Turniersieger White Sharks Hannover. Und für das Spiel gegen Potsdam haben die Spandauer ein ganz klares Ziel vor Augen. We want to try to play there are some good games and catch our rhythm. I think this was very important for us to bring us directly in a high level. So hopefully we can maintain that during the semi-finals. Die Herren der Wasserfreunde Spandau 04 haben bewiesen, dass sie stärker denn je aus der langen Corona-bedingten Pause zurückgekommen sind und sich den Titel der Meisterschaft unbedingt sichern wollen.